Berlin United spielt eine insgesamt doch starke Premierensaison. Platz 4 steht nach 20 absolvierten Spielen. Für den ganz großen Angriff auf Tabellenführer Sparta Lichtenberg wird es aber wohl nicht mehr reichen. Dazu ist der Abstand von 11 Punkten einfach zu groß. Die Aufgabe am 21. Spieltag heißt FC Brandenburg. Die sind Tabellenletzter, haben erst 6 Punkte in der gesamten Saison geholt auf dem Papier. Also eine klare Sache. Aber wir alle wissen, dass dieses Papier so manchmal seine Tücken hat. Rein ins Spiel der FC Brandenburg in den roten Trikots von links nach rechts mit dem deutlich aktiveren Start. Sammelt Senur und Jean-Paul Ayala Alexis. Und das frühe 1:0 nach gerade einmal 8 Minuten. Ganz schnell gespielt und Ayala Alexis dann schneller in der Flankenabnahme. Generell hatten die Gastgeber in der Anfangsphase nur wenige Aktien an diesem Spiel. Tempo-Gegenstoß vom FC Brandenburg über Senur. Der wird ein bisschen auf die Seite gedrängt und Paul Büchel kriegt deshalb die Hand dazwischen. Baugleiche Szene, wieder der Einwurf über die linke Seite. Der wird verlängert und damit sammelt Senur auf die Reise geschickt. Sammelt Senur! Knapp am Tor vorbei. Berlin United auffällig anfällig gegen die schwächste Offensive der Liga. Gerade 21 Tore hat der FC Brandenburg 0-3 in dieser Saison schießen können. Davon war heute aber nicht zu sehen. 43. Minute. Wieder Ayala Alexis gegen 2. Gegen den Keeper gar kein Problem. Und 0-2. Doppelpack für Jean-Paul Ayala Alexis, 5. Saisontor und der 3. Konter im ersten Durchgang, den der FC Brandenburg 0-3 relativ unbedrängt ausspielen kann. Auch Fabian Gerz wird das erkannt haben. Berlin United hat jetzt eine Aufgabe. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gab es noch im ersten Durchgang, nämlich die erste nennenswerte Chance des Spiels. Das ist Thiago Rockenbach. Setzt sich durch und der kommt auf Murat Zohan. Der Abschluss aber letztlich nicht gefährlich genug. Ein 0-2 zur Pause, was auch sportlich vertretbar ist. Wir springen rein in die zweiten 45 Minuten, wo das Aufbäumen von Berlin United sukzessive größer wurde. Kevin Kroschke und Murat Zohan mit dem 1-2. 17. Saisontor für den drittbesten Torschützen der Berlin-Liga. Aber noch viel wichtiger, Berlin United ist zurück im Spiel. Und jetzt ging es voll aufs zweite Eckball. Und dann Gelizio Banzi mit der guten Chance. Der Rausch knapp über das Tor. Im zweiten Durchgang Berlin United offensiv etwas gefährlicher. Aber letztlich hatte der FC Brandenburg 0-3 die besseren Antworten. Das ist Sam Diokane. 10 Minuten zuvor eingewechselt gegen Banse. Den lässt er stehen und sammelt Senur mit dem 1-3. K.O. Berlin United. 85. Spielminute. Das war die endgültige Entscheidung. Und Brandenburg 0-3 holt den 3. Sieg im 21. Ligaspiel. Wir hatten nur halt einen Mixstart zu sagen, okay. Wir bleiben so, wir bauen auf schon für die Landesliga und jedes Mal müssen wir antreten und gehen wir uns geschlagen wie die Hinrunde. 5 Dinger, 6, 7 bis 8 Tore oder wir sagen, wir versuchen nochmal uns auszurüsten und nehmen wir den Kampf an, egal ob es unten geht oder, aber wir werden alles dafür investieren, nochmal versuchen in die Liga zu bleiben und sollte es nicht klappen, dann wissen wir, haben wir alles investiert und das war die Devise, deshalb haben wir uns da verstärkt und versuchen Spiel zu Spiel alles mit anzupacken. Ja. War natürlich kein gutes Spiel von uns, das ist klar, wenn man zu Hause 3-1 verliert. Gibt auch nicht viel zu sagen, denke ich. Jeder, der hier war, hat es gesehen, dass wir einfach viel zu viel zugelassen haben. Muss man ganz klar sagen, wir können die Ausfälle zurzeit nicht kompensieren im Defensivverbund. Haben es leider nicht geschafft, da die Ordnung zu halten, die Bälle zu gewinnen. Sind da viel zu leicht durchgekommen, der Gegner, und ja, haben am Ende verdient verloren. Der Februar 2020 ist ein schwarzer Monat für Berlin United, denn er endet mit Ernüchterung. Komplett sieglos blieben die Pflichtspiele bei 3 Niederlagen und einem Unentschieden.